So Leute, da bin ich wieder. Ich begrüße euch wieder aus dem vom Bahnhof Baden-Baden. Jetzt unterwegs nach Mannheim und von Mannheim dann rüber nach Schifferstadt und dann nach Hasloch. So, ja, da steht auch schon ICE 72 von hier nach da, von Hamburg nach Hamburg-Altona. So, dann sehen wir uns gleich wieder im Zug. Tschüss. Shutting it down the way I'm killing it, and anybody talking shit, acting like they innocent. Well, I just wanna be the one to let you know a sentiment. I'm kissing on your girl, then I lip gloss cinnamon. I love it. You set the bar, I'm above it. Backing down, I never does it. Plus, I'm buzzing. You got one, I got a dozen. If she's taken, I hope she got a cousin, cause she's hotter than the Arizona landscape. Plus, I better do the things that a man can't. I'm a chef, and that dude is a pancake. We can keep it a secret, just like a handshake. Shit, life ain't free, but alright, let's see what the world brings you with a guy like me. We could dive head first, baby, I'm an OG. It'll be all good, just fly with me tonight. So Leute, da fährt mein ICE weg, in dem ich gerade saß. Wie ihr gesehen habt, der war voll überfüllt, also wirklich voller als voll. Normalerweise ist das sonntags nicht so. Ich dachte schon, what the fuck ist hier los wieder mal. Jetzt aber kommt da hinten schon der Zug S1 nach Dingsbums. Ihr wisst, wo ich hin muss. Ich weiß es selber nicht mehr, ich bin so verpeilt einfach. Dieses Wochenende hat mich schon wieder zu stark mitgenommen. Und ja, jetzt war ich gerade im Bordbistro gechillt, da kann man immer gut chillen, weil die verstehen am meisten Spaß. Und dann sehen wir uns später wieder. How to Rhyme, bis gleich. So Leute, raus aus dem Zug. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Und ja, das war das Vaterwochenende, Vlog Nummer 2. Heute, wie es nach Hause geht und so. Ja gut, zum Thema Vaterwochenende möchte ich auch noch ein paar Dinge sagen, weil es ist halt immer so beschissen, weißt du? Ich muss seit Jahren immer diese 100 Kilometer zurücklegen von A nach B. Und Leute, es gibt Leute, die haben glückliche ewige Familie, die zusammenhält, egal was da kommt. Das finde ich auch echt geil, aber weißt du, unsere Familie ist schon seit ich 11 bin eigentlich auseinandergebrochen. Oder besser gesagt, sie waren noch nie richtig zusammen in dem Sinne. Aber Jungs, es ist aufregend, jedes Mal zu reisen. Ich glaube, daher habe ich auch so ein bisschen das Fernweh bekommen, dass ich überall hin will. Weißt du, ich stelle mir das so vor, dass ich irgendwann so einen Job habe, wo ich jeden Tag woanders bin, also wirklich 365 Tage im Jahr reise, so wie im Film Up in the Air with hier George Clooney oder so. Toll, wieder Untergrundlicht. Boah, ich hasse es. Aber wir werden jetzt erstmal nach Hause latschen und dann gibt es direkt die Ankündigung für nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende geht es nämlich nach Köln. In Köln geht es dann hoffentlich auch mal auf den Weihnachtsmarkt, weil das waren wir jetzt dieses Wochenende nicht. Das Wetter hat leider nicht gehalten, so wie es eigentlich sein sollte in Baden-Baden. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal nach Hause und dann wieder Schule, VWL, drei Arbeiten diese Woche, so rum. Und dann werde ich jetzt heute Abend noch ein bisschen dafür lernen und dieses Video hochladen. Ich hoffe, euch hat dieses Vlog gefallen, Alter. Mein Deutsch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.